zeichnen wir als nächstes einen Kreis für den Ablauf. Wählen wir das Kreiswerkzeug hier oben aus. Im Kreismenü, welches erschienen ist, sollte ausgewählt sein, dass ein Kreis über Mittelpunkt dargestellt wird. Und hier wird meistens Endwinkel über Delta-Winkel eingeben als Position verwendet. So können Sie mit dieser Kombination der Werkzeuge Vollkreise oder Kreissegmente zeichnen. Bei uns wird ein Vollkreis entstehen. Der Kreis bekommt einen Abstand von 4 cm unterhalb der Innenlinie und dies wird ab der Mitte der Linie abgegriffen. Nutzen wir hierfür gleich den Punktform sowie den Abstand. Unten in der Dialogzeile geben Sie dafür in Y-0,04 ohne Enter ein. Nutzen Sie dafür die Tabulatortaste, um ins Y-Feld zu kommen. Tabulatortaste, blättert ins Y-Feld hier unten in der Dialogzeile, geben Sie ohne Enter -0,04 ein. Dann nehmen Sie die Maus. Wenn Sie auf der Linie stehen, verschwindet der Punktfangkreisel und wird durch ein anderes Punktfangsymbol dargestellt. Da wir nicht die Mitte hier haben, haben wir eine Art gekipptes T, welches den Linienfang darstellt. Wenn wir weiter rüberfahren, wechselt das Symbol irgendwann im Bereich der Mitte auf die gefangene Mitte, ein Schrägstrich mit einem kleinen Plus in der Mitte. Das heißt, wir fangen hier die Mitte. Und erst dieser Punkt ist es auch, der dann von uns mit der linken Maustaste angeklickt wird. Dann können wir die Maus bewegen, um den Kreisradius abzugreifen. Oder wir können unten in der Dialogzeile den Kreisradius mit 15 mm bzw. 0,015 m angeben. Wenn wir das eingegeben haben, drücken wir Enter. Dann kann auch das Kreissegment aufgespannt werden oder wenn wir jetzt zu diesem Zeitpunkt, wenn unten nach Anfangswinkel und Anfangspunkt gefragt wird, wenn wir jetzt Escape drücken, wird iPlan daraus einen Vollkreis machen. Beenden wir noch das Zeichnen des Kreises mit Escape.